Hallo liebe Leute und herzlich willkommen zurück zur zweiten Folge von der Private Beta von Division 2, ja. Wir sind wieder zurück, direkt im Anschluss zur ersten Folge. Und werden uns den Weg jetzt hier fortsetzen. Unser Weg des großen Geballers, momentan. Sale 50%, geil! Erstmal neue Kleidung kaufen, was willst du eigentlich da hinten? Du hast hier gar nichts zu melden, ich muss hier... Ich muss hier wichtige Sachen betrachten. Wisst ihr Leute, ich bin ja immer so ein bisschen der Mensch, dass ich dieses Leveling sehr, ja, wie soll man sagen, geil, mitten auf die Straße gestellt, ist auch nicht schön. Ich bin auch ein Mensch, ich achte sehr auf die Details, ja, und dazu gehört auch solche Sachen zu betrachten, ja, so... Mapping und kleine Sachen halt einfach hier, so, solche sowas. So einfach so Lease und Management hier, so von irgendeiner fiktionalen Firma, das mag ich ja. Das macht Atmosphäre. So, hier gibt's auch wieder Pizza, schon der zweite Pizza-Shop, da vorne war doch erst einer. The woman who runs it is named Odessa Sawyer. Try to stay on her good side. Boah, der erinnert mich jetzt gerade voll am Woodbury von Walking Dead. Wer es kennt. Also das erinnert der mal voll am Woodbury. Geil. Ist das hier Woodbury? Ist hier der Governor? Ich will Brian kennenlernen. Governor, wo bist du? Hallöchen. So, was muss ich denn jetzt machen? Ich muss hier irgendeine Tante finden. Ne? Das könnte aber auch eher Terminus sein, muss ich ehrlich sagen, wenn man jetzt bei Walking Dead bleibt. Ja, das ist, glaube ich, eher Terminus. Ja. So ein Walking Dead Spiel in Division Style wäre irgendwie auch geil, finde ich. Das bräuchte es einfach. Also auch so einfach genau gleich, einfach nur eine andere Storyline im Endeffekt. Dass man halt nicht so ein Agent ist, sondern einfach so ein Typi. So. Ey, krass. Direkt auf dem Dach, das ist auch nicht schlecht. Theatersiedlung. Direkt an der Baustelle. Sie haben sich einfach die Baustelle zu den eigenen Gehäusen. So, was gibt's hier? Habe ich ernsthaft schon eine neue Waffe oder was? Okay, das ist interessant. So, habe ich hier ernsthaft schon eine neue Waffe freigeschaltet? Tatsächlich. Ja, dann nehmen wir mal die MK17 hier. Und hier haben wir auch schon was Neues. Ist aber schlechter. Das ist besser. Und was ist hier? Okay. So, verkaufen wir das mal kurz. Ready to make a deal? Alte Zeug. Leertaste. So. Verkaufen. My inventory could use this. Verkaufen. This works nicely. Verkaufen. My inventory could use this. Verkaufen. Ich hoffe, ich habe jetzt nichts für mich. Ja, gleich nochmal ein Tutorial. Auch nicht schlecht. So, gut, dann gehen wir mal. Wo müssen wir hin? Ah, okay, wir müssen nach da oben. Aber echt schönes Wetter hier. Gleich mal Urlaub in Washington machen, würde ich sagen. Schaut ja auf jeden Fall nicht schlecht aus. So, da la. Na gut, Cutscene. Ich bin wieder ruhig. Ihr kennt das Spiel. If you're looking for Agent Kelso, she just left. I should have gone with her. But I'd only slow her down. I know you got your own problems to deal with. But them hyena motherfuckers took my little girl. Get to me. If you can help, I'll be on your debt. And I always pay my debts.
Incoming backup request. Verstärkung. Justice Sawyer's daughter Eleanor is being held by the hyenas for leverage over the theater settlement. We need to get her back alive and unharmed. Agent Kelso is already on site. We'll attempt to throw the hyenas into disarray to help you get inside, so the two of you can link up to secure. So wir haben jetzt wieder irgendeinen Einsatz. Ich habe jetzt aber keine Ahnung, worum es da geht. Es wurde dabei jetzt gerade auch nicht gesagt, glaube ich. Also die hat ja irgendwas gesagt, dass ihre Tochter geklaut wurde. Und die klaut vor allem. Und ich nehme jetzt mal ziemlich sicher an, dass wir ihre Tochter zukommen müssen. Take what you need. Das wäre doch schön, wenn es bei den Autohändlern das Motto wäre, oder? Leute, bei so einem BMW-Lizenzhändler, das wäre doch schön. Hey Agent, come in. Agent in need of LKW, okay. Exiting safe area. Auf dem Weg Wasser zu sammeln. Great. Let's go. Moment. Krass. Das Theater. El Teatro. Na gut. Dann gehen wir mal zum Hotel Grand Washington. Wachsmuseum. Auch nicht schlecht. So, da hinten, da ballern sie sich wieder die Schädel ein. Was zum Fuck habe ich für eine Waffe? Ah, das ist Schrot oder was? Weil die geht ja ziemlich ab. Das Ding gefällt mir, es hat ordentlich Wumms, ey. Dann nehmen wir nämlich einfach die Pistole auf weite Entfernung. Agent in need of backup. Was? Agent braucht Hilfe? Ich hab doch gar nichts gedrückt. Oder ist eine andere, oder meinen die gehören an den Agent? Das könnte natürlich auch sein. Ich muss mal hier eh das Mikrofon ein bisschen drehen. So, das ist hier auch optimal ausgerichtet ist. Gegner Stufe 2. Story. You're right next to the Grand Washington Hotel. Wo ist okay, Hotel? Here we go. That should get there. Ah, der Schwede. Head to the service entrance and oh, alles klar. Da geht erstmal hier alles hoch. Incoming backup request. Hi, hi, was geht? Was geht? Was geht, Boys? Wenn jetzt hier einer eine Granate schmeißt, dann hat er das aber in der Kiste, Freunde, ne? So, hier. Ach komm, die Pistole, die ist ja mal richtig scheiße, genau. Kannst du ja vergessen. Komm raus. So. Ein kleiner Schlawider. Ay, caramba, aber was ist hier los? Ist hier Stress oder was? Du willst kämpfen? Du willst kämpfen? Du bist kein Request. So. Okay, wir füllen mal kurz unsere Vorräte auf. Konnten wir nicht hier gerade noch irgendwas machen? Nee. Okay. So, dann nehmen wir hier wieder unsere... Das war doch eine MK-17, oder nicht? MK-17, seit wann ist denn die MK-17 eine Schrotflinte? Bin ich jetzt vollkommen doof, oder? Oh. Das sind wieder Friends. We're under attack. It might be a diversion. So be ready. Hallo. Hallöchen. Was geht? Oh, da geht's ja ein bisschen. Da kommen wir ein bisschen. Kaufschiff. Okay, das gefällt mir definitiv. So, der ist elektrisiert, der verbrennt das doch hier. Super. So, wir wechseln mal unsere Deckung. Ein weiser Mann hat mal gesagt, als Scharfschütze sollte man immer seine Deckung wechseln. Weil sie dann nämlich irgendwann nicht mehr raffen, wo du bist. Zum Beispiel wie jetzt. Ja, okay, er hat es aus irgendeinem Grund gewusst. Das finde ich jetzt gar nicht so scheiße, weil eigentlich konnte er das jetzt gar nicht wissen, dass ich hier von der anderen Seite angreife. Außer er hat es sich vielleicht gedacht, aber das glaube ich jetzt eher nicht. So. Ich brauche keine Backup. Mach die alle alleine fertig. Radio intercepted. So, ich fühle mich gerade wie so ein Spezialkommando, ehrlich gesagt. Ich fühle mich gerade wie so ein Killerkommando. schon wieder aufhören. Sag ich doch nicht nein hier. Ein bisschen aufholen ist immer gut, ne?
A little bit of Monica in my life. A little bit of irgendwas by my side. A little bit of me. Irgendwas funny. Kann den Text nicht auswendig, scheiße. Ja, das sind jetzt schon einige. Da schmeißen wir jetzt erstmal eine schöne Grenade rein. Und dann gucken wir mal, wie es denen so gefällt. Ich glaube nämlich nicht so gut. So, hi Schnurris. Ich mach mal ein bisschen Chaos hier. Ey, weil der Typ jetzt ein MG hat oder was? Willst du mich verarschen? Nee, Freundchen. So, der hat eine Granate. Ja, okay, da hat noch jemand eine Granate. Das ist natürlich nicht so gut. Ah, ihr oben. Ihr wollt hier... Oh shit. Jetzt brauche ich definitiv... Das eskaliert gerade ein bisschen. Du triffst ja gar nichts. Okay, das eskaliert gerade ein kleines bisschen und die ist gerade durch die Absprung gelaufen. Das war nur ein kleiner Bug. Okay, ich... das könnte sein, dass ich vielleicht gleich sterbe. Ja. Das könnte sein, dass ich vielleicht gleich sterbe. Unstimmt. Okay. Ja moin. Verstärkung rufen. Was passiert denn, wenn ich noch Verstärkung rufe? Anscheinend nichts. Okay, wir starten mal kurz neu. Das ist ja nicht so schlimm, weil wir hier recht früh waren. So. Müssen wir jetzt nicht so viel wiederholen. Unsere Strategie war eigentlich gar nicht schlecht. Wir müssen halt nur schauen, dass wir nicht... So. Agent in need of backup. So. So, zack. Dann holen wir am besten gleich den da oben weg mit seinem MG, weil das ist das tut ziemlich weh. So. Zack, okay, das schaut schon mal gut aus. Da kommt eine Nate. Die habe ich gleich in der Luft weggeholt, weil ich einfach so ein kranker Ficker bin. Ja. So, dann lassen wir sie mal ein bisschen kommen. Boah, die ist schon wieder in der Luft weggeholt, ey. Komm, ich warte, bis er wieder schmeißt und dann hole ich ihn weg, wenn er gerade am Schmeißen ist. Ja, 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 genau, zeig dich. Ja, perfekt. Ha! Ja, komm, streck dein Köpfchen raus. Genau so machen wir das. Okay. So. Komm halt nach. Komm raus, perfekt. So. Da ist doch noch einer. Nee, du gehst nicht ans MG ganz ruhig. Das kannst du jetzt aber knicken. So, go, bis zum Frühsport. Beziehungsweise Abendsport, beziehungsweise Nachtsport, beziehungsweise keine Ahnung. So, zack, alle mitnehmen, alle plündern hier, alles plündern, Luder King und so. Da kann Gronkh sich eine Scheibe davon abschneiden, ja, wie ich alles weglude. So, gut, dann gehen wir mal weiter in das Gebäude und schauen uns das Gebäude an. Ja, 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 ja. So, alles wunderschön. Schaut aus wie meine Wohnung. Aber nur ein bisschen kleiner. Also nur ein bisschen größer, ja, weil meine Wohnung ist da. Ja moin, das kann ja lustig werden. Hallo! Das hat ja gut funktioniert. Könnte man sagen. So, nächster. Hallo! Ihr seid aber nicht hier gerade nett zu mir. Das finde ich nicht gut. Das muss ich jetzt mal offen kritisieren, ja? Dass ihr nicht gerade nett zu mir seid. So. So, ist wieder eine Auffüllkiste. Die nehme ich doch gleich mal an. Weil Auffüllkisten mag ich. So, das ist... Das kann man ja gut lesen. Was? Ach, keine Ahnung. Das ist zum Beispiel auch wieder ein sehr nettes Detail, ja, das meine ich mit Details eben. Und das finde ich auch gut bei Spielen, wenn sowas gemacht wird. Agent, ja? Requesting backup. So. Okidoki. Dann, nein, komm, du gehst hier runter. Was machst du denn? Hm.
Können wir da vielleicht wieder Multikill machen mit der Granate? Kommen wir um sie mal weg. Weil ich habe das Gefühl, sie ist gerade das Härteste. Ihr denkt wohl echt, dass ihr euch einfach hier ranschleichen könnt, oder was? Okay, das geht gerade ziemlich schief. Das geht gerade ziemlich schief. Okay. Scheiße. Ey, wie viele... Wie haben die mich jetzt alle getroffen? Ich war hinter der Deckung, ja? Was soll ich scheiße? Was soll ich scheiße hier? So. Ist ja belastend. So, wir bleiben jetzt hinter der Deckung. Weil die andere Deckung ist nicht gerade so gut. Ja, komm ran, komm ran! Komm, komm, komm ran! Die ist ganz seilig gelaufen, das war auch so schön. So, komm. Ah, nein, 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 nein. Puh, das hat nochmal funktioniert. Ey, die verstecken jetzt schon wieder so madig hinter ihren Deckungen, ne? Ah, ne, komm schon mehr. Ich habe ja schon gedacht, jetzt wird's ja langsam langweilig. Nein, 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 nein. Okay. Irgendjemand schmeißt die ganze Zeit Granaten. Das ist, glaube ich, die da oben, ja. Wir sind hier gerade ziemlich festgenagelt. Ich würde sagen, wir wechseln mal zur Deckung. So. Komm, wir gehen mal nach da vorne. Ja, komm raus, komm raus, komm raus. Ey, jetzt versteckt sie sich wieder. Ihr seid doch kleine Pisser. Das wird wehtun. Okay, das hat gar nicht wehgetan. Okay, doch. Ja, das ist jetzt belastend. Mann, diese Drecksgranate! Verdammte Scheiße. Hört doch auf, Granaten zu werfen. Okay, wisst ihr was? Wir müssen die Deckung wechseln. Alter Schwede. Okay, ich kann mich kaum steuern. Das ist ja mal eine richtig asoziale Granate. Okay. Da. So, einer schon mal wieder weg. Da ist auch noch einer. Ja, sie hat sich gerade gut präsentiert. Diese Waffe hat aber auch eine Streuung. So, du auch weg. Und da oben dann noch. Ah nee, du willst Position wechseln? Gerne. Gerne doch, Schnuggi. Schnuggi-Putz, was ist los? So, haben wir jetzt alle von euch? Ich glaube schon. Das da erreichen, ja gerne doch. So, das war ja mal eine lange Schießerei, könnte man sagen, ja. So, da la. Agent in need of backup. So. I just found an ammo stockpile. I'm gonna detonate it. Ja, du tust jetzt hier gar nichts zu donaten. Jetzt ist mal Schluss hier. Kommst jetzt mit nach Hause. Es ist jetzt mal, du hast genug Aufmerksamkeit. Ja. Es geht hier schon wieder ab. Alter Schwede. Ja moin. Ey, es wird hier nicht geschossen. Das ist halt nicht scheiße. So. Das geht ja schon ziemlich gut ab. Oh, wir gehen durch. Okay, wir gehen doch nicht durch. Ich weiß nämlich gar nicht, wo wir hin müssen. Beziehungsweise hier geht es ja nicht weiter. Wir müssen den Aufzug nehmen. Das ist halt nicht scheiße, Leute. Ah, da schwede. Okay, da oben. Das sind aber auch ganz schön viele Leute hier, so. Interagieren. So. Einmal bitte den Aufzug, meine Damen und Herren. Incoming backup request. Oh. Oh! Agent in need. Na, das schaut doch einladend aus. Na gut. Na, gucken wir mal hier weiter.
So. Aber ich würde sagen, liebe Leute, wie es weitergeht, seht ihr in der nächsten Folge. Ich weiß, das ist ein fieser Cut. Aber wir gucken mal, ja. Wir sehen uns dann im nächsten Spiel. Haut rein. Und ich hoffe, genau, wenn euch das Spiel gefallen, lasst doch gerne einen Daumen nach oben da oder ein Abonnement. Ja, wenn ihr gerne Division oder GTA 5 Gameplay sehen wollt, ja. Und sonst wünsche ich euch einen super Tag. Haut rein, euer Tulligord. Ja, eingehender Ruf von Agent Arakiri 67 Pro frei Spiel, okay. Ja gut, also haut rein. Ciao. Agent request. Yo, Leute, hier würde jetzt eigentlich an der Stelle eine neue Folge anfangen, ja, aber ich habe die dritte Folge im Endeffekt nicht so lang gemacht, nur 8 Minuten, deswegen hänge ich die gleiche noch ran, ja, und das ist auch sogar die letzte Folge also von Division, ja, ich habe leider keine Folge mehr aufgenommen, keine Session mehr gemacht, ich hoffe, es gefällt euch trotzdem und sonst wünsche ich euch noch einen super Tag, haut rein und es geht gleich weiter, psch. Da sind wir wieder in Division 2 in der Private Beta, wie ihr links seht. Diese Folge wird höchstwahrscheinlich gecuttet, weil ich diese Folge nicht komplett durchspielen werde. Also ich werde, sage ich mal, jetzt vielleicht, sagen wir mal, 10 Minuten spielen und dann den zweiten Teil werde ich dann nochmal explizit spielen. Also das heißt, es wird eine zusammengesetzte Folge, ja, aus 2 Sessions, so meine ich. Wieso soll man es einfach sagen, wenn man es kompliziert sagen kann? Ja. Ja, wir müssen jetzt hier über das Dach. Wir müssen das Dach erreichen. Ich arbeite hier gerade daran. Diese Herren hier tun mich aber gerade ein bisschen davon abhalten. So, komm raus. Komm raus. Brav. So. Okay. Ah, hier wäre auch noch ein Tank gewesen. Alter, was? Okay, das hat wehgetan. Das hat wehgetan. Ich habe nicht gedacht, dass es so hoch geht, aber okay. Alter, was machst du hier? Und warum schlägst du in der Luft rum? Hallo? So, hier, komm, sag. Ist es hier der Dach? Dach, Fragezeichen? Nein. Wo ist hier der Dach? You see, diese, die Leute hier rufen die ganze Zeit Verstärkung, ja, also die anderen Spieler im Endeffekt, können echt nicht selber managen. Hallöchen. Ich bin's wieder, euer Tulligord. Ich bin wieder am Start. Ja, Servus. Ich hab Servus gesagt. Ja, das passiert mit Leuten, die einen nicht zurückgrüßen. Hallöchen. War hier nicht links noch einer? Nein. It's time for chicken. Kakadoo. Da 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 da. All you protesters can go to hell. It's time for Agent in need of backup. Sogar wenn ich Division spiele, denke ich an GTA. Seht ihr mal. So. Wie schaut's aus? Das ist ja hier ein endlanger Korridor. Nur aus... Wer hätte es gedacht? Ein schönes Korridor. Ey, das ist ja schlimm hier. So, endlich am Dach angekommen. Endlich wieder Farbe. So, das müssen wir... Achso. Aber ich muss sagen, das schaut einfach so schön aus. Das ist Vegetation. Das ist einfach wunderschön. So, wer bist du? Glad you made it. Let's Handlager eliminieren. Ja, gerne. Wo kommen die denn her? Oder wo ist hier was? Oder... Ah ja, ich sehe da schon was. So, wir gehen mal hier hin. Schießen den richtig schön in den Rücken. Das kann jetzt eskalieren. Beziehungsweise das wird es wahrscheinlich auch. Du denkst wohl auch, du kannst dich anschleichen. Ist da gerade eine Granate geflogen? Ich weiß nicht. So, Hallöchen allerseits. Hey, was machst du hier? was ist mit dir los? Also ihr legt wohl auch kein Wert auf Deckung, oder? Wie kann ich nochmal das Gesitz machen? Ich weiß gar nicht mehr. Mit R? Nee. Ich weiß gar nicht. Irgendwie konnte man konnte hier ein Geschütz legen. Jetzt komm. So. Ah, dahin ist ja auch noch einer. Ja, komm raus. Komm raus. Komm raus. Komm raus. Ach, du bist ja langweilig. Okay, einer weg.
auch. 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 Wo ist denn hier noch einer? Da. Jetzt kommt der Boss. Wie hält denn der aus? Ey, das gibt's ja nicht. Wie viel habe ich in den jetzt reingedrückt? Sterb mal! Was soll denn das? Ja, okay, jetzt ist er down. So, da fliegt schon wieder eine Granate, aber ich gehe mal schnell weg hier. Ja, komm schon raus, ich weiß, dass du... Ach, da ist ja links auch noch einer. Okay, die hat gar ein bisschen Probleme in der Wegfindung. Ich weiß nicht, ob das gut oder schlecht für uns ist. Ich glaube eher gut. Ja, genau. Schieß genau dorthin, wo sie nicht ist. Jetzt geht er von der Deckung weg. Ah, hi. Also ich muss mich echt ein bisschen an die Waffe gewöhnen. Ich schieße nämlich... Die Hälfte, alle meine Schüsse gehen irgendwie daneben, weil das Ding einfach rumrotzen tut wie sonst was. Alter, wie sich immer... Ich raff gar nicht, dass die da sind. So, wen sollen wir jetzt retten? Das ist ja hier eine Mission, die geht ja ewig lang. So. Ja, oh. Eleanor? Ach, die lebt ja noch. Your mom sent us to bring you home. Hi. Are you hurt? Who are you? What's going on? She's in shock. I'll bring her down when she's fit to move. Let's meet at the theater later. Agent, okay, kein Problem. Ich bin einmal weg. Ciao. Ich loot das jetzt extra nicht. Wie gesagt, Private Beta und so. Es ist Full Gamer, wo ich machen. Da muss ich jetzt mal nicht... Da muss man jetzt nicht so. So. Erstmal einen Aufzug rufen, ne? So, hi. Wisst ihr Leute, es gibt aber Aufzügen, das finde ich ziemlich interessant, also bei der Außentaste, wo man den Aufzug rufen tut, gibt es teilweise eine Pfeiltaste nach oben und nach unten, ja. Und da frage ich mich immer, wo da der Sinn daran ist, weil du rufst ja im Endeffekt nur den Aufzug und, ach keine Ahnung, ach geil, das können wir verwenden. Yay! Ey! Okay, das macht Bock. Oh shit. Oh shit. Oh shit. Wir müssen hier durch. Verdammte Scheiße. Okay, das sind echt, das ist ein bisschen kritisch. Alter, wo kommen die denn immer her hier? Komm schon. Ach so, ihr denkt wohl, dass ihr hier einfach rausströmen könnt. Also doch langweilig, kommt schon raus jetzt. So, kommen wir auch noch raus. Komm, nimm's wie ein Mann. Ha! Perfekt. Ich glaube, es war übrigens eine Frau. Also, deswegen hat es gepasst. So. Okay. Wir können raus. Und wir haben die Mission Erfolge abgeschlossen, nehme ich jetzt mal an. Oder? Ja, wir haben es abgeschlossen. Agent in need of backup. So, gut, es ist mittlerweile Nacht. Schaut wunderschön aus, muss ich ganz ehrlich sagen. Ja, schaut echt schön aus. Gut, liebe Leute, ich würde sagen, wir sehen uns gleich wieder. Ich mache jetzt hier, ich beende jetzt hier die Session, ja. Ihr werdet jetzt gleich einen kurzen Cut haben und dann geht es gleich sofort weiter in der frischen Session. In der frischen Session. Ich begrüße den Zukunfts-Sony und man sieht sich. Bis dann. Ciao. Beziehungsweise bis gleich. Ja, an der Stelle gibt es keinen Zukunfts-Sony. Ihr wisst es ja. Also tschüss, haut rein. Like das Video, wenn es euch gefallen hat und abonniert diesen Kanal, wenn er euch gefällt. Ja, haut rein. Tschüss. Schönen Tag, du.